Beim BVB-Neuzugang Sebastian Allaire wurde ein Hodentumor entdeckt. Das teilte der Verein am Montagabend mit. Der 28-Jährige hatte nach Vereinsangaben über Unwohlsein geklagt. Wir sind natürlich alle im Schockzustand. Unsere Gedanken sind bei Sebastian und seiner Familie. Das Wichtigste ist jetzt, dass er wieder gesund wird, so der BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Als börsennotierter Club hatte Borussia die Nachricht am späten Montagabend auch in Form einer Corporate News vermeldet. Ein Pflichtprozedere, weil ein längerfristiger Ausfall eines Spielers mit hohem Marktwert auch Einfluss auf den Aktienkurs haben könnte. Allaire ist aus dem Trainingslager abgereist. Er wird sich in den kommenden Tagen weiteren Untersuchungen unterziehen. Seit einigen Tagen macht Nik Salihamidžić, Sohn von Hasan Salihamidžić, mit mehreren pikanten Tweets auf sich aufmerksam. Dort stichelte er unter anderem gegen den BVB und schrieb: Wer wird deutscher Meister BVB Borussia? Wer wird deutscher Meister nur der BVB? Später löschte er seinen Tweet. Er wolle sich mit niemandem anfeinden. Wirklich gelungen ist es dem 19-Jährigen aber nicht. So reagierte Dortmunds Club-Ikone Kevin Großkreutz in seiner Instagram-Story mit Spott und ging Salihamidžić Junior harsch an. Wenn du schon lustig sein willst, dann poste das Lied auch richtig. Nik Salihamidžić kritisierte in seinen Tweets auch die Einstellung mancher Bayern-Fans, die Arbeit seines Vaters in seinen Augen nicht ausreichend würdigen. Julian Brandt traut seinem jüngeren Bruder Jascha eine Bundesliga-Karriere bei Werder Bremen zu. Er ist ein guter Typ, klar, aber vor allem ein guter Kicker. Er ist ein bisschen ein anderer Typ als ich, als Spieler und von den Charakterzügen, sagte Brandt dem SID. Jascha Brandt aus der Bremer U23 war mit den Werder-Profis im Trainingslager im Zillertal. Er litt dann allerdings eine leichte Verletzung. Theoretisch könnte es also in der kommenden Saison schon zum Brüderduell kommen. Die erste Begegnung fand in einem Freizeitkick in der Halle im vergangenen Winter statt. Dort sei es Jascha gelungen, seinen größeren Bruder zu besiegen. Die Deutschlandpremiere der NFL rückt immer näher. Am 13. November treffen die Seattle Seahawks in der Allianz Arena in München auf die Tampa Bay Buccaneers. Der am Dienstagvormittag gestartete Ticketverkauf war bereits nach rund einer Stunde wieder beendet. Zu groß war die Nachfrage zu den begehrten Tickets in München. So sahen sich Interessenten unmittelbar nach dem Verkaufsstart um 10 Uhr bereits online in einer Warteschlange von fast 750.000 Usern. Die regulären Tickets waren preislich je nach Kategorie zwischen 75 und 155 Euro angeboten worden. Am Ende war für die Fans eine gehörige Portion Glück nötig, um bei dem Spektakel in München dabei sein zu können.